Voilà. Okay. Das funktioniert soweit wieder. Jawohl, das funktioniert soweit wieder. Dann kann das ja da wieder rein. Okay. Jetzt brauche ich den gleichen Käse. Nochmal. Nur mit dem einzelnen Ding. Dafür mache ich aber. Da was weg. Bin nicht blöd. So. Ab nach oben. Weil ich kehre das, also ich drehe das jetzt einfach um. Okay, warte, ich muss jetzt noch eins weitermachen. Da kommt ein bisschen Hülle hin. Genau. Also war ich noch mal eine Klotsch, einen Presser. Trashcan. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Huch! Eine Klotsch, ein Trashcan. Filter. Kloche. Eine Garden Klotsch. Einen Presser. Presser. Na, ich habe Brösel an meinem Finger. Zack. Presser. Trashcan. Trash. Ein Filter habe ich noch. Das müsste es eigentlich gewesen sein. So. Die Garden Klotsch kommt hier hin. Ich brauche Dirt. Scheiße. Fluid Conduit. Ach, Kacke. Moment. Erst hier, dann hier. Das ist immer Extract, always active. Das ist immer Insert. Das ist immer Insert. Jo, habe ich hier noch irgendwo Erde oder so in der Decke, dass ich mir kurz mopsen kann? Ja. Ich will das nicht wieder hoch. So. Dort. Energie brauche ich auch noch. Eins, zwei, drei. Scheiße. Damit hat das Ding auch Energie. Den Presser kann ich eigentlich direkt davor stellen. Extract always active. Insert. Die Trashcan. Insert. Filter. Da müssen die Seeds rein, ne? Da. Und einen Seed. Ach so, halt. Brauche noch einen Seed.
So, Filter, White, List. Das ist Insert. Okay, es müsste eigentlich funktionieren. Jawohl, und die gehen da raus. Alles klar. Dann kann ich jetzt da unten hin. Und da hinten anschließen. Okay, Gott sei Dank, ich habe noch Item-Conduits. So, Moment. Ich muss einmal hier runter. Und always active. Ach scheiße, jetzt habe ich die. Ich brauche noch eine Trashcan. Jetzt packe ich jetzt die ganzen Baits rein. Das will ich natürlich nicht. Ich brauche nochmal eine Trashcan. Die Baits hatte ich schon wieder vergessen. Zack. So. Ich glaube, wir werden an dieser Kirche noch eine halbe Ewigkeit bauen. Aber das ist okay. Weil mit den Bäumen zum Beispiel haben wir noch gar nicht angefangen. So, wo ist die Trashcan? Da. Und da machen wir Insert, einen Filter. Gib mir mal sowas. Und zack. Jetzt kann ich hier wieder... Oh, ist active. Normalerweise dürfte das jetzt nicht da drin sein. Außer die Baits, die ich sowieso auf Versehen schon drin habe. Die müssten jetzt eigentlich rausgefischt werden. Sehr schön. Dann habe ich hier jetzt unser Tofu. Tofu. Genau, Silken-Tofu, Firm-Tofu. Okay, ich habe unser Tofu-Zeug. Und unser Milchzeug. Das ist gut. Ich habe unser Tofu-Zeug und unser Milchzeug. Ich muss gerade kurz unser schlaues Buch auf Seite legen. Erstmal was trinken. Ja. Ach Gottchen. Jetzt bräuchte ich eigentlich die Toastermaschine, ne? Die Toastermaschine. Ich bin fasziniert, wie gut das funktioniert. Für die Toastermaschine brauche ich diesen Dough-Scheiß, ne? Das heißt, ich brauche wieder so einen Waterbucket-Kreislauf. Die Toastermaschinerie könnte ich eigentlich wirklich da hinten hinpacken. Ich brauche noch ein paar Fassaden. Ich muss die Kabel mal zumachen, alle. Ich will jetzt nicht mehr so viel anfangen, weil das theoretisch die letzte Folge ist, die ich heute aufnehme. Deswegen mache ich jetzt so irgendwas Kleines. Hui und hoch. Und schlafen. Und wieder aufwachen. Damit wir keine Energie verlieren. So. Ich muss unten die Conduit-Fassaden holen. Ne, nicht die Fassaden holen, die Conduit-Binder-Dinger holen. Conduit-Binder. Weil ich ganz viele Fassaden brauche. Und für ganz viele Fassaden brauche ich ganz viele von den Dingern. Conduit.
Das war noch mal sowas hier. Dann. Wie 8. 8? Lass mich verkackern. Okay, ich brauche mehr davon. So eine Kacke. So, dann packe ich aber die schon mal in die Painting Machine. Das heißt, wir warten jetzt kurz, bis ich dann auch ein bisschen mehr habe. Ach nee, da sind nur, wären noch welche gewesen. Das kommt davon, wenn man nicht immer alles auf einem Fleck hat. Ich meine, 8 Kabelfassaden schon. Ich habe hier unten keine Working Bench, ne? Nö. Okay, ich lasse es mal nochmal durchlaufen, gehe nochmal hoch. Ich muss mir auch noch was überlegen, um Bowls zu machen, aber ich glaube, das kriege ich auch hin. So, Condit-Fassaden. Let's go! 19 Stück. Sehr schön. Ist doch schon mal was. 19 Stück sind nicht wenig. Auch wenn wir scheiße viele Kabel da unten schon verlegt haben. Wo sind sie denn? So. Ich finde es schön, wie schnell das auch geht. Okay. 0. Das heißt, ich gehe wieder hoch und mache neue, pack die nochmal rein. Das waren wir jetzt noch ein paar Mal. Condit Facades. 11. Ist irgendwie traurig. Wie viele Ressourcen man dafür braucht, ey. Wahnsinn. So, mal die mal nochmal an. Richtig. Ich könnte da eigentlich auch eine Kiste machen und das einfach ins im E-System importieren. Ich muss jetzt alles nochmal überarbeiten. Oder ich lasse die Base einfach irgendwann zurück und mache mir irgendwo eine neue. Die logischer ist. So. Die sind gemalert. Ich mache davon aber jetzt mal Okay. Wie lange haben wir? Achso. Okay, ein bisschen haben wir noch. Die 38 werden bei weitem nicht reichen, glaube ich. Also die Decke mache ich hier noch nicht, aber hier den Boden mal. Ganzen Quatsch hier. Das war eigentlich Quatsch. Geil. So. Da muss ich noch Kabel verstecken. Auch. Oh, reicht nicht. Da brauche ich einfach ganz normalen Quatsch. Das sind auch noch welche, da brauche ich auch normalen Quatsch. Okay, wir machen mal noch mal ein paar. So viele sind es tatsächlich gar nicht mehr.
Pipiripiri. Zack. 15 Stück. 15 Stück müssten eigentlich reichen. Eigentlich. Zack. Bum, bum. Ich habe gerade erfahren, dass der Erfinder von Yu-Gi-Oh! Tot ist. Hui. Krass. Also ich weiß nicht, ob es stimmt. Das hat mir nur gerade eine Freundin geschrieben. Wenn es stimmt, ist das krass. Der hat mein Lieblingsmanga und Anime ins Leben gerufen. Eieiei. Sind denn die Fassaden da? Irgendwie will ich nicht, dass das stimmt. Ich meine, ich verfolge Yu-Gi-Oh! Schon lange nicht mehr, weil ich die ersten Staffeln am liebsten mag. Aber ist trotzdem krass. So. Nein, um 2, echt jetzt. Muss ich nach der Aufnahme mal checken. Okay. Das heißt, wir machen beim nächsten Mal unsere Brot- und Toastmaschinerie. Weil ich brauche wieder eins extra nur für Brot. Weil Brot brauchen wir auch einfach mal so. Und dann brauche ich das Brotding nochmal für Toast. Ah. Ich glaube, da muss ich dann mit Kanälen arbeiten. Das hilft nichts. Ich habe doch nie mit Kanälen gearbeitet. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Sind die mittlerweile voll? Nee, noch nicht. Wie viele Fischlein habe ich denn mittlerweile schon? Schon einiges, ne? Kann ich mir eigentlich schon irgendwas Essenstechnisches machen? Zucchini Fries. Käse. Ich kann Käse machen. So, wo waren jetzt die Zucchini Fries? Ach scheiße, nee, dafür brauche ich Toast. Ach so, habe ich nicht. Buttered Potato. Kann ich mir Butter machen? Nee, dafür brauche ich wieder Salz. Moment. Buttered Potato. So. Also Salz machen ist echt scheiße. Das geht doch mit Sicherheit auch schöner, oder? Mit Sicherheit geht das schöner. Okay, vielleicht muss ich mir für Salz nochmal was überlegen. Buttered Potato. Butter. So. Buttered Potato. Scheiße, ich habe keine gegrillte Potato. Keine Baked Potato. Kacke. Potato. Dafür brauche ich auch Potato Soup. Dafür brauche ich Stock. So. Potato Soup. Gut, Soup. Ja, ich habe Potato Soup. Macht Potato Soup mehr satt? Ja! Okay. Ich brauche auch ein Ding mit Baked Potatoes. Das muss ich mir vielleicht aufschreiben. Fälle für Küche habe ich fertig. Jetzt brauche ich Baked Potato. Baked Potato Maschine. Und Zucker, sage ich schon, Salz, Vereinfachung,
So, und dann die Toastmaschine. So. Okay. Damit sind wir zum Punkt fertig. Und wir haben noch wahnsinnig viel zu tun. Das ist richtig krass, wie viel wir noch zu tun haben. Aber es ist richtig geil. Weil jetzt habe ich endlich wieder was, was mir. Also ich hatte die letzten Male immer so ein bisschen so ein Stocken drin bei unserem Minecraft-Let's Play, weil ich immer nicht wusste, was ich machen soll. Jetzt haben wir wieder was, weil ich jetzt endlich diese Industrieküche angehe. Das heißt, wir werden hier noch einige Zeit unten verbringen. Vielleicht mache ich zwischendrin mal wieder so Einschmisse, wo wir dann einfach nur in Skudai sind und ein bisschen quatschen. Aber das werde ich wahrscheinlich machen, wenn Christian oder vielleicht auch mal Kidmar, wer weiß, auch mal dabei sind. Dann machen wir einfach ein Laber-Let's Play-Folge. Und ja. Jetzt sage ich aber erstmal vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns übermorgen wieder zur nächsten Folge Minecraft. Bis dahin, auf Wiedersehen!